Auf neuen Schienen geht es hinein in den Bahnhof Bürmoos. Ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt und der derzeit modernste Bahnhof der Salzburger Lokalbahn. Barrierefrei zugänglich und sicher. Das gefällt nicht nur Lokführerin Moni Seiwald. Also ich finde es viel besser, die Bahnsteige sind breiter, es gibt Unterführung für die Fahrgäste, die gehen nicht mehr über die Gleise drüber. Von der Sicherheit her ist es nicht vergleichbar mit vorher, also es ist viel besser geworden. Rund 22 Millionen Euro an Fördergeldern seitens des Bundes und des Landes Salzburg sind in das Projekt geflossen. Eine wichtige Investition. Wir haben ein großes Modernisierungsprogramm hier auf der Salzburger Lokalbahn, wo die nächsten Jahre die gesamte Strecke erneuert wird, Inselbereiche zweigleisig ausgebaut werden und wesentliche Punkte komplett erneuert. Der Bahnhof Bürmoos ist dabei ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt. Es ist der zweitwichtigste Bahnhof hinter dem Hauptbahnhof in Salzburg. Und darum war das jetzt eine ganz wichtige Maßnahme, um hier das Modernisierungsprogramm und das neue Betriebskonzept zu starten. Ein Jahr haben die Bauarbeiten für den neuen Bahnhof gedauert. Und die Modernisierung war bitter nötig. Der alte Bahnhof war in die Jahre gekommen. Wir haben gehabt schmale Mittelbahnsteige, die nicht barrierefrei waren. Also man hat den Zugang gehabt über die Schienen drüber. Man hat aber Hindernisse in den Zugangswegen drinnen gehabt. Also das heißt, man hat sich mit dem Rollstuhl, mit einem Kinderwagen und so weiter schwer getan. Zusätzlich waren die Aufenthaltsfläche zu schmal und es war halt ganz einfach nicht mehr den heutigen Bedürfnissen entsprechend. Das hat sich jetzt geändert. Ein großzügiger Bahnsteig mit viel Platz, moderne Liftanlagen, dazu jede Menge Parkplätze und Fahrradabstellplätze. Eine moderne WC-Anlage, ein Infoterminal und eine große Photovoltaikanlage auf dem Dach. Eine helle und geräumige Unterführung verbindet nicht nur die Bahnsteige, sondern auch die Ortsteile miteinander. Also wir haben einerseits sozusagen erhöhte Sicherheit für die Fahrgäste, wir haben eine Unterführung errichtet, dadurch sind sozusagen die Gleisübergänge sozusagen weggefallen. Wir haben jetzt Liftanlagen, wo sozusagen auch wir 100% Barrierefreiheit herstellen haben können. Und auf der anderen Seite sozusagen betriebliche Sicherheit haben wir erhöhen können durch die Schrankenanlage, die wir jetzt bei der Eisenbahnkreuzung der Friedhofstraßen errichtet haben. Und das alles im Allen sozusagen bietet jetzt wirklich eine größere Sicherheit gegenüber dem alten Bahnhof. Die Bauarbeiten waren eine Herausforderung für Planer, Bauarbeiter, Pendler und Anwohner. Aber sie haben sich ausgezahlt. Das Schöne an unserem Job ist, dass man zwar jahrelang herumplant und viel Ärger, vor allem auch in der Bauabwicklung hat, aber noch im Endeffekt, man hat was gebaut für Jahrzehnte. Die Bahn ist sehr langlebig, das heißt, der Bahnhof wird jetzt sicher die nächsten 30, 40 Jahre so stehen. Das heißt, die eigenen Kinder und so können sich anschauen, ja, was da eigentlich die Eltern da geschaffen haben. Das ist eigentlich das Schöne an dem Ganzen. Und gebaut wird noch einiges. Die Modernisierung der Salzburger Lokalbahn geht in den nächsten Jahren weiter. Und ich bitte jetzt schon unsere Fahrgäste um Verständnis und danke gleichzeitig für die Geduld, weil es ist nicht einfach, während des laufenden Betriebes sowas umzubauen. Das heißt, wir gehen sehr oft in die Ersatzmaßnahme Schienenersatzverkehr. Darum bitte Geduld und bitte um Verständnis. Der nächste große Bahnhof, den wir angehen, oder die nächste große Maßnahme, wird der Bahnhof Bergheim sein. Da geht es jetzt dann im nächsten Schritt weiter und laufen die Erhaltungsmaßnahmen an der Strecke, an den Gleisen. Die Umbauarbeiten dienen auch der Pünktlichkeit der Bahn und dem Ziel, einen 15-Minuten-Takt zwischen Salzburg und Bürmoos zu realisieren. Viele Investitionen für zufriedene Fahrgäste.